Ich komme aus einer Bauernfamilie und bin mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Die schönsten Kindheitserinnerungen waren beim Grossvater auf der Alp. Als Junge wollte ich Entdecker werden oder Chemiker. Nach eher dramatischen Ereignissen mit dem Chemiebaukasten habe ich mich für eine KV-Lehre auf der Bank mit angegliedertem Reisebüro entschieden. Auch heute bin ich noch auf Entdeckungsreise. Mein ganz persönlicher Rückzug vom hektischen Alltag und vom aktiven Familienleben, ich habe 4 Kinder, voller Tatendrang, ist der Rückzug auf mein Oppensee, zum Fischen. Der mystische See lässt mich den Alltag vergessen. Und wenn wir einen beissen, dann käme ich noch Stress. Früher als CFO von Industriefirmen habe ich mich gemeinnützig betätigt. Einerseits im Sport, im gemeinnützigen Jugendaustausch, im Wohnungsbau oder im Dorfladen. Jetzt als CFO für die Paraplegiker-Stiftung engagiere ich mich für KMUs in der Industrie. Eine ganz spannende Wechselwirkung. Meine primäre Aufgabe jetzt ist Nutzwertsteigerung und Optimierung, das heisst, unsere Sachziele mit möglichst wenigen finanziellen Mitteln zu erreichen.